Die Arbeitgeber haben zum Auftakt zur Tarifrunde 2012 kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften haben auf diese Provokation mit ersten Warnstreiks geantwortet. Ein Schwerpunkt der Aktion lag am Montag in Rheinland-Pfalz. Hier streikten beispielsweise in Mainz und Ludwigshafen mehrere tausend Beschäftigte. In beiden Städten blieben fast alle Kitas geschlossen. Die Kolleginnen und Kollegen verliehen damit der Forderung nach 6,5% mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro Nachdruck. Also ich bin Hausmeister, Schulhausmeister, über 10 Jahre hier. Und die Kosten steigen und entsprechend soll auch Löhne steigen. Wir leisten, denke ich, gute Arbeit und dafür auch guten Lohn verdient. Dafür sind wir hier heute und ich solidarisiere mit ganzen Kollegen und ich mach's mit. Über 80% unserer Mitglieder nehmen heute teil an dem Streik und da sind wir sehr stolz darauf. Und wir hoffen, dass die Arbeitnehmer einknicken und endlich nachgeben und ordentliches Angebot auf den Tisch legen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind hier für eine gerechte Forderung und zwar für eine ordentliche Gehaltserhöhung und zwar mindestens 200 Euro oder 6,5%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Nase voll. Unser Realeinkommen ist in den letzten 10 Jahren um 5% gesunken. Und trotz mehr Arbeit sollen wir weniger Geld in der Tasche haben. Liebe Kolleginnen, es ist Zeit, dass wir mehr bekommen. Und deswegen sind wir hier. Also, unsere Forderungen sind gerecht und wir lassen uns nicht länger mit Lippenbekenntnissen abspeisen. Wir wollen Taten sehen und spätestens in der nächsten Verhandlungsrunde, jetzt Mitte März, hoffen wir, dass die Arbeitgeber ein ordentliches Angebot auf den Tisch legen. Und ich sage auch hier, wir werden weiterkämpfen, wir sind stark, wir werden mehr werden und wir werden unsere Ziele erreichen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.